Jo, dann schauen wir mal der Mission. Science Data from Space Around Duna. Ja, das hätte ich eigentlich ganz gerne, aber. Plan Flag on Duna. Ja, schreit alles so nach einer bemannten Mission nach Duna, aber das kriege ich, glaube ich, noch nicht hin. Explore Eve. Es würde nochmal einen richtigen Schub geben. Und das könnten wir auch wieder mit so einem unbemannten Ding machen. Also eigentlich könnten wir genau die gleiche Rakete, die wir eben gerade nach Duna geschickt haben, auch nach zu Eve schicken. Eve hat allerdings das Problem, dass es eine sehr hohe Schwerkraft hatte. Das weiß ich, glaube ich, noch. Icke war der Mond von Duna. Wäre also nicht so schwer. Würde auch nochmal einen Riesenboost geben. Aber die laufen nicht weg. Die Mission, die bleiben da. Das heißt, ich kann jetzt doch echt das machen, was ich gerne hätte. Und zwar. Was? Position Satellite in a Polar Orbit of the Moon. Oh. Nee. Dann nehme ich erstmal gar keine Mission an. Den schmeiße ich weg. Ion Propulsion. Wow. Ah ja, und ich habe in den letzten Folgen öfters den Fehler gemacht, dass ich hier hingeguckt habe, um zu schauen, wie viel Zeit wir haben für die Mission. Das hier ist nur, bis die Mission hier draus verschwindet. Das Eigentliche ist. Wir haben ein Jahr Zeit hier. Das sollte eigentlich machbar sein. Wir müssen Körben sein, Suborbital. Also genau das gleiche, was wir mit dem Atomtriebwerk machen mussten, wäre auch hier für das Ion-Triebwerk. Das heißt, wir könnten so ein Ion-Triebwerk an den Satelliten ranbappen. Theoretisch. Ich glaube, ich nehme den mal an. Es gibt gut Geld, es gibt gut Forschungspunkte. Nehmen wir an. So, jetzt hier rein. Wir hatten schon eine Rakete vorbereitet für Satelliten, richtig? Ich guck mal ganz kurz. Einfacher Bob, Kutschwertländerversuch. Der Octotest? Nee, das war Sat 1. Laden. Genau. Das hier ist Sat 1. Sat 1 ist das Ding, was irgendwo im All verschollen gegangen ist. Was viel zu mächtig ist, um Satelliten einfach nur in eine Körbin-Umlaufbahn zu bringen. Ja. Das können wir uns aber leisten. Ja, komm, ich nehme das wieder, ist okay. Aber wir bauen dich um. Du nimmst die da ab und bekommst dafür. Bum, 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 bum. Einmal 6 oder 2x 3? Ich glaube 2x 3. XX. So, die müssen wir beim Starten noch einmal testen. Dann hätte ich gerne Thermometer nur auf einfach. Und ich hätte gerne anderes Forschungszeug dran. Den Druckmesser, der bringt uns in einer Körbin-Umlaufbahn gar nichts, weil da ist kein Druck. Aber dann können wir das Ding hier einfach später als Standardsatelliten benutzen. Genau. Das war's dann allerdings jetzt auch schon, ne? Gut, Dank werde ich da nicht ordentlich rangebappt bekommen. Also könnte ich, aber. Das Problem ist, wir haben halt nichts, womit wir forschen können. Oder hatten wir hier auch einen Science Boy drin versteckt irgendwo? Was bist du? Du bist ein Rocco Max. Lalala. Das ist gar nicht auffällig oder so. Die mal weg und mach die mal hier dran. Das ist keine grazile Forschungseinrichtung, wie ich sie im Sinn hatte.
Das ist sehr doof, dass wir nicht mit den Satelliten die Forschung machen können. Scientific Data around Duna, Kerbin und was weiß ich. Wir könnten eine Raumstation in einen polaren Orbit bringen. Ja, gar nicht mal. Das ist eine Riesenarbeit. Ja, das ist. Ja, ich nehme das Ding so. Sollte ich allerdings vorher auch wieder testen, oder? Nee, kann ich auf der Rampe testen. Hast du eine SAS dran? Nee, hast du nicht. Die waren noch hier beim Control, oder? Structural? Nee, hier waren sie. Nein, nicht Stack Decoupler. Ah, Command und Control war das. Nein. So. Okay, okay. Das war das andere Triebwerk. Ja, das ist unsere neue Sat-1. Also bist du jetzt Sat-2. Speichern. Kostet 40.000. Ist ein bisschen happig. Aber dann könnten wir auch das Ding zum Mun bringen, nach Minmus und überall anders hin. Vielleicht ändere ich ja noch unterwegs meine Meinung. Wir fliegen mit dem Ding doch nach Icke oder so. Aber wir müssen echt vorher was testen, nämlich ob das Ding jetzt noch Treibstoff bekommt. Ich denke schon, aber ne, sicher ist sicher. Das heißt, wir machen da jetzt mal Halteklammern ran. So. Die Halteklammern werden nicht abgemacht. So, wir testen einfach nur, ob das Ding brennt oder nicht. Start. Mal gucken. Hätte es vielleicht nicht so weit oben machen sollen. Okay, 3, 2, 1. Ja. Max Schub kannst du sogar ziemlich lange halten. Also genug Kurskorrektur haben wir da drin. Ja, und jetzt fahr mal die da aus. Extern Panel. Extern Panel. Und dann gucken wir mal, ob du satellitenartig aussiehst. Ja. Ja, ist okay. Gut. Also, recover. Das heißt, wir laden jetzt da 2 wieder. Genau, dann da rein. Schwupp. Nein, wir würden gerne laden. Sat 2, load. Ja, kleines Problemchen. Wir haben gerade keine Mission dafür. Und wenn wir das jetzt machen und später die Mission bekommen, wäre das doof. Das heißt, wir sollten irgendwas machen, wo wir Missionen für haben. Eventuell auch mit der Rakete. Aktiv hätten wir das Iron Propulsion Ding. Das. Position Satellite in a Polar Orbit of the Moon. Das bringt nicht mal so viel. Aber so kann ich mal testen, dass ich mit der Umlaufbahn noch besser umgehen lerne. Also dieses Teller anpacken, drehen und so weiter. Das könnte ich testen. Launch a new unmanned probe that has power and an antenna. Maintain stability for 10 seconds. Ja komm, machen wir mal. Zack. Ich hoffe, das Ding zählt jetzt als neu. Ich lade es einfach nochmal und hoffe, dass es denn als neu gilt. So, mit dem Ding wollen wir jetzt zum Mond. Okay. Launch. Und ich denke, ich teste jetzt mal die Idee mit dem Horizont aufgeben vom Mond. Ob das so klappt. Das heißt, ich muss jetzt. Wo ist der Mond? Mist.
Da müsstest du aufgehen, richtig? Ich werde jetzt ein, zwei Tage damit verbringen, einfach nur in den Himmel zu starren. Da ist er. Okay, mal gucken. Ich weiß vielleicht einen Ticken zu spät, aber das sehen wir dann. Schub auf. Ich glaube, wir brauchen gar nicht, Max. Mach mal so. SAS an. 3, 2, 1. Ab geht's. Ja, hier im Schub runter. Da ist er. Geschwindigkeit sieht okay aus, Treibstoff sieht okay aus, Höhe ist okay, Stabilität ist okay, alles okay. Warum haben wir viel zu viele Missionen noch? So. Und es hat gezählt, okay, das haben wir. Also, Reach the Designated Polar Orbit Around the Moon. Erstmal will ich einfach nur vom Mond eingefangen werden und einen Orbit hinbekommen. Danach können wir uns um den richtigen Orbit Gedanken machen. Ich hoffe, wir haben zu dem Zeitpunkt noch genug Treibstoff, aber das sollte ja okay sein hier. Ganz runter. Das machen alles jetzt die Feststoffbooster. Wir haben auch schön viel Treibstoff in der Mitte drin. Wir nähern uns den 10.000. Aber ich kipp noch nicht. Ich kipp erst, wenn die weg sind. So, Schub mache ich jetzt gleich hoch. Hier. Schub hoch. Weg. Halten. Okay, jetzt kippen. So. Schub ein bisschen runter. Karte gucken. Jo. Kann wieder hoch, kann wieder hoch. Und runter. Und warten. So, das war der erste Schritt. Warp, 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 warp. Warp. Achso, es geht nur vierfach. Selbst mit Vierfach dauert das ganz schön lange. Also das ist echt eine mächtige Rakete. Aber hey, 40.000 Kelvin, was erwartet man da? Hm? Musik ist da, wir sind also draußen. Dreh dich mal in die Richtung. Und gib Schub. So, ist gut. Ruhig mehr, ruhig schneller, ist alles okay. Ah, es ist ein richtig sauberer Orbit nachher. Start super, Orbit super, alles super duper. Und mal Vollspeed, dann geht er schneller. So, jetzt huscht uns die Apoapsis aber gleich weg. Das ist normal. Runter. Aufholen. Wir haben gleich eine Umlaufbahn. Wie viel Treibstoff haben wir noch in dem Tank? Okay. Aber das kriegen wir hin. Periapsis ist da. Wow, was zuckst du so hin und her? Was? Ja, wir haben eine stabile Umlaufbahn, auch wenn das Gezucke nicht wirklich stabil aussieht. Und jetzt würden wir gerne vom Mond eingefangen werden. Das heißt, ich nehme einfach einen Wegpunkt. Irgendwo. Erweitere ihn so weit, dass wir die Umlaufbahn vom Mond treffen und dann schiebe ich das hin und her. Nee, weiter. Warum, warum? Was? Sind das da für Knöpfe? Ein Tooltip wäre nett. Achso, nein, 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 nein. Du komischer Wegpunkt. Hör auf. Kollidiere ich mit dem oder warum zuckst du so viel rum? Ewiger Kerbendreher, nein. Satz 2. Warum machst du Fokus, Kerbin? Mach Fokus. T-5, nein. Two.